Aufstehen, ihr F***! Wir sind jetzt gerade noch in Leipzig, haben im letzten Video das Bike hier reingeschmuggelt ins Hotel. Und heute checken wir, oh Schatz, den Bikepark ab. Ich habe Hunger, was gibt es denn heute? Was gibt es? So Leute, in Oschatz angekommen. Gute Frau, kommen Sie denn von hier? Ja, hallo, ja, ich komme aus Oschatz. Ja? Ja, Oschatz ist eine sehr schöne Stadt. Jetzt wurde eine Anlage gebaut für die, eine Mountainbike-Anlage. Ja, ja, großartig, ja. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Das hier sieht schon mal sehr interessant aus. Ich bin gespannt, was sich hinter diesem Berg verbergen wird. Die ist schön, ja, ja, sehr schön. Und in Oschatz gibt es noch einen Skaterpool. Und ein Familienpark. Sie haben uns viel hier erzählt, aber ich will wissen, wie geil die Trails wirklich sind. Alter! Schaut euch das an! Das ist ja ein Paradies. Ich war gerade noch so ein bisschen müde, aber jetzt habe ich durch sie wieder richtig gute Laune. Dann geht's mal los, würde ich sagen. Okay, okay. Erstmal langsam rantesten. Was ist das hier? Boah, wie geil! Jo, okay, also ich glaube, wenn man die Sprünge gut kennt und so, dann werde ich heute Whips üben können. Wer erinnert sich an mein Whip-Off-Video? Oh, Junge. Alter, hier gibt's ja alles. Was gibt's hier? Alter, ich will erstmal nur so fliegen und gucken, was es hier gibt. Boah, ich werde das alles gleich springen. Geil, Mann. Vielleicht kann mich einer der Jungs ziehen. Wie geil sind die Table hier? Wie geil ist diese Line? Ich sage, es gibt hier heute nichts, was ich nicht springen kann. Was geht, Jungs? Kennt ihr mich? Ja. Seid ihr auch wegen der Story hier oder zufällig? Nee, wegen der Story. Wie geil, Alter. Wollt ihr im Video sein? Ja. Ja, mega. Ja, Leute, ich habe auf Instagram gepostet, dass ich heute hier bin. Und wenn man mir auf Instagram folgt, dann hat man jetzt halt die Vorteile, die die beiden Jungs haben, ne? Hier ist einfach Polizei. Ich fahre die ganze Zeit hin und her. Ein Abstand lassen. Mann! Boah. Meine Fresse, ey! Jedes Mal dasselbe, Mann! Mann, ey! Meine Fresse, was ist denn das? So Leute, was ihr jetzt gesehen habt, das war ein bisschen Warm-up, bisschen Einfahren und jetzt gibt es eine Challenge mit den lieben Locals hier am Start und Jan hinter der Kamera. Und zwar, mein Lieber, willst du erklären, was wir machen? Also wir springen vom ersten Großen in den ersten Kleinen. Okay. Genau, eine Transition. Du kannst mal vormachen, aber mach erstmal langsam, dass die Zuschauer nur ungefähr checken, was gemeint ist. Er fährt an, let's go, tritt ein paar Mal rein und dann die Transition, okay? Und jetzt geht es vom Ding her darum, das ist wie eine Long Jump Challenge, aber Transition ist Pflicht. Das heißt, wer springt am weitesten in die Transition rein? Ich bin richtig gespannt. Ich habe das auch noch nie hier so diese Transition gemacht, aber ich glaube, es wird wild. Drohnen-Shots, let's go! Oh. Ja, okay, es geht klar. Jan auch. Bin gespannt. Ich glaube, es wird eine geile Challenge. Am Ende springen wir alle so noch beim Holz ab und springen da rein. Achso, wolltest du ein bisschen filmen? Wenn die Aufnahmen schlecht sind, ist es nicht schlimm. Wenn die Kamera kaputt geht, ist es schlimm. Hier vorne bin ich gelandet anscheinend, ne? Das ist noch nicht sehr weit, aber ich denke, wir können es noch steigern. Oh, aber Jan ist hinter mir gelandet. Oh, okay, aber es ist alles noch einigermaßen knapp. Hier bin ich, hier ist Jan, hier ist der Kollege mit dem coolen Jersey-Kombi. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Oh, yes! Alter, okay, er tritt richtig rein, springt hoch ab. Alter! Aber man sieht direkt den Unterschied zwischen Hardhand und Fully. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Jetzt geht's um die Wurst. Ich ziehe jetzt durch. Oh!
Wow. Yo! Alter. Alter Lachs. Ich wollte einen Whip ziehen. Alles gut? Ja, alles gut. Ich war übertrieben chillig, wie ich mich gefangen habe. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe alles auf Cam, Bro. Er war irgendwie extrem chillig. Ich bin dann hier so lang geslidet. Das hat Spaß gemacht. Ich will nochmal. Wie nochmal? Ich will nochmal. Komm, ich schieb dich an. Oh, eingerastet im Helm. Alter. So, wir sind jetzt alle hier draußen mal rüber gesprungen. Ich würde sagen, wir haben einen ganz klaren Gewinner. Das ist der liebe Nils. Nils. Auch herzlichen Glückwunsch, Nils. Ein Applaus. Sehr stark. Und jetzt gibt's noch einen fetten Train. Oh, ich muss schalten. No. Jo. Ah, ja, gerade so. Gerade so weit genug. Direkt weiter. Diesmal die obere Line. Oh, ja, ich bin rüber. Hier nicht. Alter, mit einer Fully hast du echt kein Speed. Ah. Gerade eben ist eine Frau oben an die Mülltonne gekommen. An die Zuschauer, das war die Frau mit Hund, die wir vorhin interviewt haben. Sie kommt so an meinen Rucksack, also der Hund bleibt stehen und pisst erstmal meinen Rucksack an. Ja. Guck mal, wie sollst du den clearen? Den kann man irgendwie clearen. Ich habe so reingetreten, aber mit Fully kannst du das nicht clearen. Ich habe schon meinen Dämpfer gesperrt. Hast du gecleared? Ganz ehrlich, die letzten zwei nicht mehr. Kannst du auch nicht, wie willst du es clearen? Stell dir mal vor, wir müssen eine Organisation finden, die Neulingen das Fahrradfahren beibringt, dann mischen wir uns da unter, aber undercover. Ja. Und dann am Ende ziehen wir Wheelies, wie krass wäre das? Ey, was haltet ihr davon? Ich habe noch ein kleines Geschenk. Ein Geschenk, wow. Das ist geil, die kenne ich aus Kroatien, aber die sind aus Wien, aber sehr geil. Wir werden heute Abend im Hotel gesnackt, wenn wir kein anderes Essen finden. Also Leute, auf einmal ein Bike, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mit mir 9 Leute am Start. Jetzt fahren wir hier sehr spontan durch die Stadt, durch Oschatz. Ich finde den Namen übrigens super. Und die Jungs wollen mir jetzt ihre Fahrradfahrschule zeigen. Und die beiden Jungs da, die sagen, wir fahren alle falsch, die wollen uns Fahrradfahren beibringen. Bin ich gespannt, was da kommt. Und wie geht's deinem Rahmenbuch vor? Ich habe doch einen neuen Rahmen. Alle denken noch, ich habe Rahmenbuch, aber ich habe einen neuen Rahmen bekommen. Komm, wir gehen da rein und wünschen denen einfach einen schönen Tag, okay? Und du kennst den Typen? Ja, der wohnt bei uns. Und der freut sich, wenn wir vorbeikommen und Hallo sagen. Das ist so random, warum machen wir das? Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Abonnieren Sie alle NoHands. Also ich komme aus Berlin und die Jungs haben alle gesagt, das hier ist der beste Laden. Wir müssen hier rein und einfach mal Hallo sagen und einen schönen Tag wünschen. Es ist so random. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt gemacht haben. Oh, auf dem Rückweg müssen wir nur bergauf fahren. Oh shit! Alter, wie geil. Es geht einfach nur bergab. Und ich bin. Jo, er wird angehupt. Aber er fährt weiter. Alter. Jo. Oh. Jetzt ist endlich mal hier was los im Dorf. Oh, Schatz lebt, liebe Freunde. Und heute befinden wir uns im Fahrunterricht. Hier könnt ihr lernen, wie man Fahrrad fährt. Herr Lehrer, warum haben Sie eine Kamera am Helm? Das dient zur Dokumentation. Das schränkt mich in meiner Privatsphäre ein.
An Liebe Kleinanzeigen? Tatsächlich ja. Kann ich Ihre Nummer haben? Abgelehnt. Minuspunkt. Facebook? Nee, ich verteile nur Gratisschellen. Alter, der Lehrer ist gewalttätig. So, wer mag zur Fahrprüfung antreten? Ich. Wir gehen im Uhrzeigersinn. Wir fangen hier mit dir an. Wo ist die Beleuchtung, der Herr? Herr Lehrer, wo ist Ihre Beleuchtung? Minuspunkt, okay. Herr Lehrer, wieso sind Sie so fett und hässlich? Ey, mach mal schneller, wir wollen auch noch. Ich will, Herr Lehrer. Das gibt eine Anzeige. Ist das ein Scheiß, was machen wir hier? Ich nehme dir die Vorfahrt. Oh mein Gott. Ist das hier ein Chaos? Ihr seid alle durchgefallen. Ich kündige. Ey, hier ist Vorfahrtstraße, du Idiot. Ey, du bist im Gegenverkehr. Oh nein. Alter, hier darf man nicht rein. Das ist eine Einbahnstraße. Also, die sind alle durchgefallen. Ich kündige meinen Job als Fahrlehrer. Tschüss. Das ist ja ein Tumult. Jetzt bin ich vom Schüler zum Lehrer mutiert. Die sind alle durchgefallen. Durchgefallen, Einbahnstraße. Durchgefallen, Geisterfahrer. Das ist kein Parkplatz. Ihr seid alle durchgefallen. Immer links reinfahren. Oh. Sorry, Digga. Alles gut? Wieso zeigst du rechts, aber fährst gerade aus? Herr Lehrer, welche Note habe ich? Oh Mann, Alter, das ist dumm. Das nennt sich Content, liebe Freunde. Ich finde das wirklich krass, wir sind hier in irgendein Dorf reingefahren, haben uns gefragt, gibt es hier überhaupt Strecken, und jetzt haben wir einfach hier so eine Bike-Meet-Crew, es sind noch mehr geworden und wir haben einfach alle so viel Spaß. Ja, ich komm okay. So, er kommt so. Unfall. Einmal, willst du mal lecken? Herr Polizist, wieso haben Sie da einen Maulwurf? Das ist meine Alarmanlage, wenn ich mal... Alarmanlage? Oh nein, Alter, was ist denn los? Hier ist eine gerade Strecke, wieso fallt ihr denn alle hin? Herr Polizist, ich beschädige Ihr Fahrrad. Ja. Und Fahrerflucht. Oh Most wanted. Es gibt eine extra Anzeige. Wir hören nicht die Stück von meinem Griff. Den Bar in. Alter. Warte, kannst du, mach mal einen Kopf bei. Ja. Yo! So, warte. Oh nein! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Die ganzen Bike-Meet-Leute jetzt hier sind ja jünger als wir. Aber wenn man so diese Scheiße macht mit denen, man fühlt sich wieder selber, als wäre man ein Kind, oder? Ja. Man springt einfach so kurzzeitig einfach so 10 Jahre zurück, ne? Ja, genau. Genießt eure Kindheit und Jugend, das ist das Geilste. Irgendwo ist es jetzt hier auch mein Job, was ich mache. Das ist der geilste Job der Welt. Einfach sich als Kind fühlen zu können. Und niemand verurteilt einen. Und wenn doch, kann es ja auch egal sein. Das hat so viel Spaß gemacht. Jetzt geht es ab zu der lieben Frau. Und sie zeigt uns einmal da von der Kirche oben die tolle Aussicht und so. Wir wurden eingeladen, sie hat ihren Termin dafür abgesagt. Ich habe meine Zuschauer gefragt, wo gibt es tolle Strecken auf dem, zwischen Berlin und München? Und dann wurde Oschatz vorgeschlagen. Boah. Ja! So Leute, ihr seht jetzt nur noch meine POV und den lieben Jan, weil ich setze mir jetzt meinen Helm natürlich ab in der Kirche. Aus Respekt, und die Frauen müssten schon drin sein. Ich würde sagen, wir klopfen, oder? Hallo. Was ein Zufall, hallihallo. 199 Stufen sind. Okay, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wenn Sie das sagen, dann glaube ich immer. Unterschreiben wir nochmal. Das heißt, wenn ihr mal hier seid, dann könnt ihr hier einmal durchblättern, dann seht ihr, wir waren auch hier. Jan, was sagst du? Wie hat sich dieses Video entwickelt? Unnormal gastfreundlich. Jetzt sind wir einfach hier auf diesem riesigen Glockenturm und haben einfach diese Aussicht. Das ist bisher mein Highlight von der ganzen Reise. Das ist bisher mein Highlight. Da möchte ich Ihnen recht herzlich danken. Ich freue mich so sehr. In keiner Stadt so gastfreundlich empfangen. Ja, und ich hoffe, dass die Zuschauer auch hierher kommen und sich auch von dieser Schönheit hier mitreißen lassen. Ein paar Wochen später, und ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wir sind einfach in der Oschatzer Zeitung hier eingeblendet und es ist so krass, wie nett wir empfangen worden sind. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ey, ohne Witz, dieses Video geht wirklich in die Geschichte ein. Es war legendär.